Was ist eigentlich mit dem Gepard? Der Gepard ist, wie man hört, wohl recht erfolgreich gegen solche Drohnen. Das Problem ist nur, davon gibt es 30 Stück in der Ukraine. Mehr gibt es ja auch insgesamt nicht. Und die sind an verschiedenen Stellen der sehr langen Frontlinie im Einsatz. Es gibt schlicht nicht genug dieser Systeme, als dass man alle größeren Städte, alle Stellungen und die Front damit sichern könnte. Also das ist nicht ein Problem, wie gut der Gepard wirkt, sondern wie viel hat die Ukraine davon und wo können sie am besten eingesetzt werden. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.